Waren die Freikäufe für die DDR auch ein zusätzlicher Anreiz mehr, unliebsame DDR-Bürger zu verhaften und loszuwerden? Das haben wir uns natürlich überlegt, ob die DDR jetzt wahllos Leute verhaftet, um sie uns anzubieten und damit ein Geschäft zu machen. Und dabei habe ich meine Leute und die Anwaltskanzlei sehr dringend gebeten, genau darauf zu achten, ob die Verurteilungen jetzt steigen und man die DDR sich sozusagen Futter verschafft. Und das ist nie passiert, bis auf eine Ausnahme, als damals die Zufluchten in die Botschaften der Bundesrepublik aus der DDR so zunahmen, die ständige Vertretung in Prag, in überall. Da gab es eine Phase, wo die DDR ihre Verhaftung und Verurteilung sehr gesteigert hat. Da habe ich Herrn Vogel sofort einen Brief geschrieben und gesagt, wenn das passiert, dann ist alles aus. So geht das nicht. Und das ist dann auch eingestellt worden. Also wir haben an dieses Problem sehr gedacht. Ja.